zweiten Tag ist bei mir so bam, also ich bin voll in meinem Saft, ich bin voll in meiner Kraft. 6 bis 8 Wiederholungen. Am Schluss hier habe ich den Screenshot zusammengefasst, wie du dein Training in die 4 Phasen teilst, wann du wie viel trainieren solltest. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Stephanie und ich bin Expertin für körperliche und mentale Fitness. Und heute sprechen wir über das Thema Training und Menstruation. Bevor jetzt die Männer gleich ausschalten, ich würde dir raten, dran zu bleiben, denn du wirst sicher deine Freundin nach diesem Video besser verstehen. Und auch wenn du ein Coach bist, dann wirst du auch hier sicher einen Nutzen daraus ziehen. Jede Frau ist unterschiedlich und heute kriegst du so einen Richtwert für dein Training. Hinterlass mir mal unten einen Kommentar, wie du das findest, ob du mehr so Female-Videos gerne hättest. Und let's get started. Der Menstruationszyklus teilt sich in 4 Teile auf. Wir haben die frühe Phase, also die frühe Follikelphase. Darin haben wir die ersten 7 Tage, da findet auch meistens die Periode statt, zwischen dem 1. und 4. Tag, zwischen 1. und 7. Tag, bei manchen ist es kürzer, zum Beispiel bei mir ist es kürzer, bei manchen ist es länger. Hey, I don't think we're gonna be able to make it tonight. Jazz! Harji has his period. I don't like it. And it's a bad one. Alright, bye. Make it go away, please. Aus den Studien, die ich mir angesehen habe, ist es auch die Phase, wo du am meisten aus deinem Training rausholen kannst, wo du wirklich am stärksten bist. Das mag dich jetzt ein bisschen schockieren, weil du vielleicht zu diesen Personen gehörst, die am Anfang der Periode noch Krämpfe haben, noch Schmerzen haben. Aber im Grunde sind die ersten 7 Tage wirklich dafür da, um High Performance zu leisten. I want you to show me how to get to know someone like you. Dann haben wir die 2. Woche, das ist die späte Follikelphase, da steigt das Östrogen wieder auf und dann kommen wir in die Ovulationsphase, da gehört dann auch schon die erste Lutealphase dazu, da steigt dann, ist dann die Ovulation, da sind wir auch noch ziemlich gut im Saft mit unserem Training und dann sinkt das Östrogen und steigt das Progesteron steigt dann und da ist meistens die Phase für Deloading da. Also da sind wir eher müde, da fühlen wir uns nicht so gut, da haben wir Krämpfe, da ist es eher das Gefühl Bedtime, to go into the bed. Gut, also Tag 1 bis 7. Was sollten wir Tag 1 bis 7 trainieren? Wir sollten eigentlich richtig heavy trainieren. Das heißt, ich habe hier 2 Studien, die ich dir auch unten verlinke und da haben sie getestet, die Damen, entweder in der Follikelphase, also so die ersten 1 bis 14 Tage und im Vergleich dazu die Lutealphase, also 14 bis 28 Tage. Und da war es tatsächlich so, dass sowohl in der Maximalkraft als auch in der Erholung immer die Follikelphase besser war, also die Damen haben besser trainiert. Waren auch Resistenz gegen Cravings. Übrigens, sag mir mal unten, ob du gerne ein Video zum Thema Ernährung und Menstruation hättest, weil auch da gibt es ganz, 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 ganz spannende Sachen und das hat vor allem auch mit unserem Hormonhaushalt zu tun. In der 2. Woche würde ich dir wirklich Volumentraining empfehlen. Also da sind wir eben auch noch immer in dieser Follikelphase. Da sind wir Tag 7 bis 14, da ist HIIT, High Intensity Training, da ist Krafttraining, da bist du wirklich voll motiviert und da kannst du neue Dinge ausprobieren. Und das würde ich dir auch raten, diesen Körper, den du hier hast, zu fordern. Ja? Wir haben dann die Ovulationsphase, da kann dazwischen mal kurz ein unangenehmes Gefühl sein. Bei mir ist es so, dass ich das wirklich tatsächlich spüre und da ist dann Achtung geboten. Also du bist weiterhin bei diesen 10 bis 12 Wiederholungen Volumentraining,
Aber beim Dehnen solltest du jetzt einfach Acht geben. Nämlich was das Progesteron macht, ist einfach die Bänder, das ganze Gewebe, weil es sich ja vorbereitet auf eine eventuelle Einnistung des Eis, auf eine Schwangerschaft vorbereitet, ist das alles eher lockerer. Das heißt, beim Dehnen pass wirklich gut auf. Und dann sind wir in dieser Woche, und das ist diese Woche, die wir, glaube ich, wir Damen alle haben, wo wir einfach nur gern uns ein Kirschkernkissen machen, und das würde ich dir auch raten, also Wärme zu nutzen und das einfach auf den Bauchraum zu legen. Da ist auch diese Phase, wo wir uns bloated fühlen. Also hier, so wie ich, würde ich dir einfach raten, Hosen zu nehmen, die high-waisted sind, wo der Bauch einfach beschützt ist, wo du Wärme hast. Ja? Auch empfiehlt es sich da wirklich Yin-Yoga zu machen oder PMS-Yoga. Das sind einfach Übungen, die den Bauchraum und den Hüftbereich dehnen. Ja? Das ist eine Deload-Phase, und es kann auch einfach sein, dass du diese Woche wirklich nur leicht spazieren gehst, dich dehnst. Falls es dir möglich ist, mach den herabschauenden Hund. Speak to me softly. I can be a sandpaper. Come soften the edges, and I can give you space. You look at me like you could see through me, but I can see a bit of you too. So when you act like you do not know me, I know that you're just playing cool. I can be a sandpaper. Und lass mich auch wissen, ob du ein Video gern hättest zu diesem Yoga, das wirklich diesen Bauchraum und die Hüfte dehnt und da einfach für Entspannung sorgt. Ich bin mir sicher, irgendwie lässt sich das auch einbauen, dass ich das mache. Konträr zu den Studien, die ich gefunden habe, zum Performance, zu den Athleten, hat der Johannes Huber, ich weiß nicht, ob du den kennst, ist ein sehr bekannter Gynäkologe, schreibt in seinem Buch und in seinen Artikel, dass sozusagen in der ersten Phase, also in der Menstruationsphase, wir eher ein leichtes Training machen sollten. Das heißt, eher Ausdauertraining, da sind unsere entzündungshemmenden Werte noch höher. Liegt aber womöglich auch daran, dass sich diese Lutealphase verschiebt. Also wir haben ja gesagt, in der vierten Woche haben wir das Progesteron ist hoch, das auch dafür zuständig ist, dass wir uns nicht mehr so gut erholen. Das kann auch das Östrogen blocken, wo wir zu Cravings neigen, wo wir zu PMS neigen. Und auch unsere Temperatur, also unsere Körpertemperatur ist höher. Das heißt, ich habe dir am Ende verlinkt, wie du dein Training gestalten solltest. Und da ist diese Option, wirklich in den Tagen, Tag 1 bis 4 moderat zu trainieren. Das wäre Schwimmen, das wäre Radfahren. Das kann sein, dass deine Körpertemperatur einfach noch so hoch ist, dass du mit den Kreislaufproblemen hast. Das heißt, alles eher moderat. Für alle meine Mädels, die dann ab Tag 2, und da gehöre ich dazu, also Tag 1 ist bei mir meistens auch noch ziemlich low, 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 etwas wie Yoga könntest du da machen, und am zweiten Tag ist bei mir so bam, also ich bin voll in meinem Saft, ich bin voll in meiner Kraft. 6 bis 8 Wiederholungen und kann richtig wieder Vollgas geben. Also ich würde dir anraten, deine Menstruation zu tracken. Ich habe da diesen MyCalendar, du siehst es da. Ich bin gerade am Tag 4, ich schreibe mir auf, wann ich PMS, und weiß dann und bin dann auch schon vorbereitet, wie ich mein Training gestalte. Und dann freue ich mich auf nächsten Sonntag. Von meinem Herzen zu deinem Herzen. Realize your inner glow. Alles Liebe und bis ganz, ganz bald.